So, hallo, neuer Part, Wordle, beziehungsweise jetzt mittlerweile auch Quördle. Ich schätze fast, dass das jetzt mit einem Tag dann direkt immer gleich ein Part ist, weil wenn ich Wordle spiele, Wordle Deutsch und Quördle, schwierig. Wir starten mal jetzt diesmal trotzdem wieder mit Wound. Das hat ja super funktioniert. Dann nehmen wir Place. Oh, ich habe wieder nicht den Hard. So nervig, dass man das. Okay, dann muss ich jetzt wieder selbst überlegen, ob ich die Regeln verstoßen würde. Nee, aktuell nicht. Okay, da haben wir das A und E gefunden. Das ist doch schon mal was. Spade. Spade ist. Nee, P ist nicht dabei. P ist nicht dabei. P ist nicht dabei. Schade. Was kann zwischen A und E sein? Also, wie gesagt, Arte. 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 Plate ist Quatsch. Ich meine, da kann auch viel mehr dazwischen sein. Don't get me wrong. Kann auch ein E sein, so wie, keine Ahnung, Lane oder Frame. Haben wir F? Wir haben F noch nicht. Ach, R ist schon raus. Frame ist es auch nicht. Aber was könnte noch mit Arme sein? Plane, nee, Plane ist auch Schwachsinn. Ich meine, Achse könnte es auch aufhören, keine Ahnung. Es kann eigentlich ganz viel noch zwischen A und E sein. Es könnte auch ein W zwischen A und E sein. Glaube ich. Oh, noch zu viele Möglichkeiten. Wir starten mal mit einem B. Nach B könnte dann ein. Okay, schon schwierig. Das R ist raus, was nach B kommen könnte. Ja, okay, nach B ist schon gar nicht mehr so viel möglich. Nee, dann ist es kein B. Das gleiche gilt für T. Die gleichen Buchstaben, die nach B kommen könnten, könnten nach T kommen, aber die sind ja auch raus. So richtig viel mit T wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich da anfangen soll. Was ist mit K? Eigentlich auch die gleiche Geschichte. Geht auch nicht so viel. Womit das anfangen könnte noch. Ich meine, ich könnte mit QU anfangen. Quake! Okay, es ist Arke. Oh, das U hätte ich nicht benutzen. Scheiße, das U hätte ich nicht benutzen können. Sorry. Das U hätte ich nicht benutzen dürfen. Ja, das U hätte ich nicht. Das ist wieder blöd. Das hätte ich nicht. Ja, zu spät. Okay, was könnte jetzt da noch vorkommen? Shake, der Shake, Shake, that's it, der Shake, jawoll, lecker shaky, gut, mache ich mir gleich mal einen dann, wenn es hier durch ist. So, ja, dann deutsches Wordle, wir starten mit dem Begriff. Kann ich Brote? Ist das okay? Die Mehrzahl von Brot? Nimmst du das? Nicht in der Wortliste, okay, dann gibt's halt keine Brote. Frechheit. Dann nehmen wir Sport. So. Doch, das O ist dabei. O ist am Start. Dann starten wir doch mal mit dem O. Und sagen offen. Ich weiß, 2F, aber. Ist mir gerade wurscht. Hopp, da haben wir das N gefunden. Und O ist immer noch an der falschen Stelle. Gut. Ja. Sagen wir mal, das O hört auf mit einer vor dem N. Also haben wir On am Ende. Dann hätten wir. Nee,
Ich wollte Platon schreiben, aber es ist erstens, es ist Schwachsinn, aber das wäre eh das T dabei gewesen und die Buchstaben wären zu viel. Wurscht. Was kann noch mit O irgendwo und N am Ende? Das sollte doch noch einiges jetzt eigentlich möglich sein. Starten wir mal mit A. Nee. Nee. Was hört denn alles mit N auf? Klo. Klo. Nee. Das ist alles nix. Lo. Loben ist nicht möglich. Das E ist raus. Lotsen. Es ist eh Quatsch, wenn zu viele Wörter. Es darf auch nicht EN aufhören, also ja. Kannst du mit AN aufhören? Lo, Lohmann, Lofan, Lokan? Nee, kenne ich. Würde ich nichts davon kennen. Kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir nicht vorstellen. Sagen wir mal, wir starten mit D. Dann kommt, was weiß ich, das O. Dokan, Doman, Dodan. Nee, ich meine, es muss ja auch nicht mit einem A vor dem N sein. Das ist ja klar. Ist ja nur eine Idee. Kann auch ein U vor dem N sein, kann auch noch ein I vor dem N sein. Wir haben noch viel zu viele Vokale offen. Ich habe schon wieder keine Idee, das ist doch dumm. Irgendein Wort mit O, was mit N aufhört. Ich brauche nur ein Wort mit O, was mit N aufhört. Mehr brauche ich gar nicht. Und das sollte halt die Buchstaben E, R, T, P, S, F nicht beinhalten. Ich meine, es könnte auch noch ein zweites N geben. Aber. Wüsste. Nome, nee, Nomen kann es auch nicht sein, da ist ja das E drin. Nomen ist eigentlich ja kein richtig deutsches Wort, also ja. Naja, das ist doch. Ich will auch immer mit EN aufhören, das ist dumm. Ich will jetzt, ich sollte mal überlegen, was mit ON aufhört, weil wenn ich ein Wort finde, was mit ON aufhört, dann wäre ich ja schon weiter. Karton, aber das sind zu viele Buchstaben, ne? Ja, und das E, das T, das R ist alles raus. Was hört noch mit ON auf? Oh, warte mal. Mo. Mo. Okay, Z. Ich weiß nicht ganz mit welcher Taste, aber ich habe es irgendwie geschafft, die Aufnahme zu stoppen. Das deutsche Wort war davon. Aber ich weiß jetzt nicht, warum die Aufnahme weg. Ich bin eigentlich nicht auf, vielleicht bin ich auf Ö gekommen. Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Ich glaube, 9 Minuten oder so waren es und ich habe, glaube ich, bis 13 Minuten oder so gebraucht. Also bei 9 Minuten ist, glaube ich, die Aufnahme zu Ende gewesen. Ich weiß nicht, was passiert ist. I'm sorry. Das Wort ist jedenfalls davon gewesen. Hat zu lange gedauert, um drauf zu kommen. War, also ihr habt nichts verpasst, ich bin nur leicht verzweifelt. Ja, gut, dann gucken wir uns jetzt noch Quirtle an und ich weiß echt nicht, was passiert ist. Ich habe keine Ahnung, das ist mir so nämlich noch nicht passiert.
Oh, und ich merke gerade, dass. Oh shit, das Bild passt nicht. Ich weiß auch, woran das liegt. Ein Moment, da muss ich kurz mal was hier tun. Jetzt sollte das Bild wieder passen. Ja. Okay, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu viel ausgemacht. Okay. Ja, das war doof. Gut, wir gehen in Quirtle rein und tun einfach, wie wenn nichts davon passiert wäre. Okay, ich starte mit Round. Round ist ein schönes Startwort, gerade für Quirtle. Sehr praktisch. Okay, hier haben wir das U, hier haben wir das D, hier haben wir gar nichts, da haben wir das N aber nicht an der richtigen Stelle. Super. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier unten weiter mit dem D. Da hätten wir dann zum Beispiel als Möglichkeit. Nee, Cloud ist ja Quatsch. Ist ja O und U ist ja raus. Okay, vielleicht starten wir nicht mit dem D. Vielleicht machen wir hier einfach mal ein anderes N rein. So, dann nehmen wir mal den Nabel. Navel. Zack. Oha. Okay, wir haben hier richtig viele. Also hier haben wir richtig gepunktet jetzt. Wir haben hier alle Buchstaben fast, nur nicht in der richtigen Reihenfolge, was krass ist. Vier Buchstaben, aber nicht in der richtigen Reihenfolge, ist interessant. Hier haben wir jetzt das A gewonnen und das D ist auch schon da und das V und L ist auch am Start. Okay. Hier haben wir jetzt ein L dazu gewonnen, aber nicht an der richtigen Stelle. Gut. Das ist ja sehr interessant gewesen. Also mit Navel bin ich gerade echt gut gefahren. Okay, kriegen wir jetzt hier oben es hin? Also ich könnte Lanes probieren. Wir probieren mal Lanes. Nee, da ist das A an der gleichen Stelle und das E auch. Nevermind, war Schwachsinn. An Angel? Engel. Also es ist glaube ich, der Winkel oder so. Engel, ne? Das ist jetzt, ist, denke ich, denkbar. A-N, L-E, alles an der richtigen Stelle. LOL! Ich habe jetzt alle Buchstaben, aber alle an der falschen Stelle. Okay, was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Ich darf halt nicht zu viel rumrätseln, weil ich hier dann meine Versuche verliere. Ja, aber was gibt es denn jetzt noch? So, jetzt kann es ja nicht mehr viel sein. Also, ich meine, das N muss jetzt an der Mitte oder hinten sein. Das A muss ab dem dritten Buchstaben erst kommen. Das E muss weiter vorne sein. Das L muss weiter vorne sein. Sagen wir mal, das fängt mit LE an. Gibt es dann eine Möglichkeit, so zu kombinieren, dass Lenga. Nee, das gibt es nämlich schon mal gar nicht. Lenak gibt es auch nicht. Also ich denke, ich kriege jetzt das Wort hin hier oben. Mit dem, was da ist, müsste ich das Wort doch hinkriegen. So, wenn es mit LE anfängt, kommt überhaupt kein brauchbares Wort zustande. Nee. Nee. Dann sagen wir mal, es fängt mit EL an. Eln, Elnack, Elnge, Ellang. Nee, kann ja nicht. Nee, kann es auch nicht sein. Sagen wir mal, es fängt mit G an. Und dann kommt, weiß ich nicht, L. Gibt es Glean? Okay, Glean gibt es. Das ist auch das Wort. Ich weiß noch nicht, was Glean heißt. Ich kenne nur Clean, aber gut. Glean ist das Wort. So. Jetzt haben wir aber ganz schön viele Versuche schon verwurstelt. Jetzt muss ich echt aufpassen. Jetzt muss ich echt. Haben wir jetzt die Aufnahme eigentlich noch? Läuft die noch? Ja. Ich verstehe halt wieder nicht, wie das passiert ist. Ich muss auf Ö gekommen sein. Das ist die einzige Option, weil Ö halt die Aufnahme stoppt. So. Gut, wir haben hier L und wir haben U. Mehr haben wir aber nicht. Das ist ein bisschen wenig. Hier unten haben wir A, wir haben D und wir wissen, dass L vorkommt und V vorkommt. Okay, also zum Beispiel La.
Dann kommen zwei Wörter, wo ein V noch dabei ist. Also das L muss halt am Anfang sein oder in der Mitte. So beides wäre möglich. Sagen wir mal, das V ist am Anfang. Dann hätten wir Wall. 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 Nee, das ist komisch. Das ist es, glaube ich, noch nicht. Ein Buchstabe fehlt uns ja auch noch. Also ein Buchstabe fehlt noch. Aber das V. Gehen wir mal logisch an die Sache ran. Das L muss an der ersten oder dritten Stelle sein. Okay, das ist das Einzige, was wir wissen. Weil das V kann ja auch überall sein, außer in der Mitte. Wie gesagt, jetzt sagen wir mal, das L ist am Anfang. Dann kommt auf jeden Fall LA. Das ist ganz klar. Dann brauchen wir jetzt irgendwas mit V. V muss jetzt, aber V darf jetzt nicht kommen. Okay, das geht schon gar nicht. Es kann nicht mit L anfangen. Weil dann bräuchte ich jetzt einen Buchstaben und dann bräuchte ich VD. Aber was ist denn V? Also, was soll denn VD sein? Gibt es das irgendwie so, keine Ahnung, Loft? Nee, ne? Ich wüsste jetzt keinen Buchstaben, der VD aufhören kann. Nee, ist komisch. Also, VD erscheint mir nicht sinnvoll. Wenn es aber nicht mit VD aufhören kann, das Wort. Dann müsste es ja mit V anfangen, weil V darf nicht in der Mitte sein. Dann hätten wir auf jeden Fall VA. So. Dann hätten wir auf jeden Fall VA. Jetzt muss L aber in der Mitte kommen. Dann hätten wir auf jeden Fall VL. Und jetzt brauche ich was zwischen valid. Valide. Ha! Treffer versenkt. Nice. Okay. Vier Versuche noch für die letzten zwei. Gut. So, hier haben wir bisher nur das L und das U. Und leider die gelben Buchstaben, die wir hatten, waren das L. Also da haben wir jetzt noch nicht so viel. Hier haben wir das L und ein I, aber das I noch nicht mal an der richtigen Stelle. Ah, das ist alles noch recht wenig. Aber wir haben natürlich schon viele Buchstaben ausgeschlossen. Okay, ich gehe mal hier zu dem L und dem U. Was kann vor L und U stehen und was darf da überhaupt nicht mehr stehen? Ist ja die nächste Geschichte. Weil vieles ist ja, wie gesagt, schon raus. MLU kann es nicht sein. KLU wirkt auch komisch. CLU ist noch denkbar. SLU erscheint mir noch am ehesten sinnvoll. SLU. Und dann. Gibt es? Keine Ahnung. Slack? Schade. Slums. Slums gibt es. Wäre auch noch nicht ausgeschlossen. Wir probieren es aus. Okay, wir haben Lum. Lum ist doch schon mal gut. Aber kein S hinten. Blum. Blum, 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 nee. Also was könnte jetzt noch hinkommen? Plum, plump, plump. Gibt es plump? Plump gäbe es. Wir probieren es aus. Ist auch nichts ausgeschlossen davon. Das war's. Okay. Nice. Jetzt gucken wir mal, was sich da unten getan hat. Ob wir jetzt dadurch noch irgendwelche Buchstaben dazu bekommen haben. Ja, sehr schön. Okay. Wir wissen jetzt schon, wo das L ist. So. Wir haben nur noch zwei Versuche. Wir müssen jetzt echt aufpassen. Wir wissen, es kommt ein M vor. Das M ist natürlich nicht da, wo das L ist, logischerweise. Wir wissen, es kommt ein I vor. Das ist logischerweise auch nicht da, wo das L ist. Das ist sehr hilfreich. Und das P ist nicht am Anfang. Also sagen wir mal, aber wir haben halt schon viele Buchstaben ausgeschlossen. Das hilft natürlich nochmal zusätzlich.
Sagen wir mal, wir starten mit MI. So. Wenn wir mit MI starten, dann wo könnte das P sein? Das ist schon wieder schwierig. Also PL aus der Position erscheint mir merkwürdig. MIP, MIPL. Was gibt's denn da noch mit den Sachen, die da sind? Eigentlich gar nichts. MIPLI. Ja, nee, und alles andere ist raus. Alle anderen Vokale sind schon raus, also. Nee. MIPL erscheint mir nicht sinnvoll. Dann ist aber MI auch nicht sinnvoll am Anfang, weil es könnte mit P aufhören, mit LP aufhören. Was gäbe es da für Möglichkeiten? Mikilp, Milp, das sind alles Wörter, die ich nicht kennen würde. Also das glaube ich nicht, dass es sowas gibt. Nee. Dann fängt es nicht mit. Es kann immer noch mit M anfangen, aber dann halt nicht mit I weitergehen. Aber irgendwie komisch mit M anzufangen, na, weiß ich nicht. Sagen wir mal, es fängt mit dem I an. Dann könnte das M kommen. Das P kommen. Ip. Jetzt muss irgendwo noch ein M hin. Das L kommt ja an der vierten Stelle. Das heißt, das M ist entweder vor dem L oder nach dem L. Aber mit den Sachen, die noch übrig sind, wüsste ich nicht, was ich bauen kann. Ergibt für mich auch keinen Sinn. I ist, denke ich, nicht vorne. Oder IM. Warte mal, wir starten mal mit IM. Aber auch da, also mein Problem ist, ich habe halt keine anderen Vokale mehr zur Verfügung. Ich habe nur noch das I. Ich habe nur noch das I zur Verfügung als Vokal. Alle anderen darf ich nicht einsetzen. Kommt mir sehr komisch vor. Ich sag mal, wir hören mit Ilb auf. Wir könnten mit Ilb aufhören. Mit Ilb hören wir auf. ILP. Dann muss irgendwo noch ein M hin. Wenn wir ILP, MILP, was könnte vor MILP stehen? MILP, MILP. Was könnte vor MILP stehen? Von den Sachen, die noch hier sind. Richtig, nix. Also literally, da kann nichts davor stehen. Fmilp, vmilp, kmilp, nee. Gibt's nicht. Nee, nee, nee. Kann's nicht sein. Kann's nicht sein. Kann's nicht sein. Boah. Was übersehe ich schon wieder? Es sind halt nicht viele Buchstaben übrig. Was habe ich gerade gesagt? Ich habe gerade gesagt, wir hören mit MILP auf. Dann hören wir nicht mit MILP auf. Ich meine, es war ja nur eine Idee. Dann ist. Kann man mit IMILP aufhören? Nee. Also dann schließen wir jetzt mal aus, dass das P nach dem L kommt. Wir könnten mit PLI aufhören. PLI. Dann müsste davor das M sein. Aber zwischen M und PLI passt eigentlich auch nur ein Vokal. Und Mipli gibt es ja jetzt auch nicht. Also kann es auch nicht mit Pli aufhören. Nee, kann es auch nicht. Also hört es weder auf LP noch auf LI auf. Was ist, wenn es auf LM aufhört?
Vor dem LM könnte das I stehen. Ilm. Pilm. Pilm. Aber da, das ist auch zu viel, was. Aber einer von den Buchstaben muss hinterm L sein. Oder gerade der Buchstabe, der noch fehlt, ist hinterm. Wobei wir haben, es fehlen uns zwei Buchstaben. Es fehlen uns zwei Buchstaben. Es fehlen uns zwei Buchstaben. Stimmt, uns fehlen zwei Buchstaben. Ja. Nee, fehlen uns nicht. Uns fehlt ein Buchstabe. Sollte der eine Buchstabe, der fehlt, gerade der sein, der hinterm L ist? Aber angenommen, der Buchstabe, der uns fehlt, ist hinterm L. Dann müssen ja die anderen drei vorne sein. Wie kann ich PMI kombinieren? Viele Möglichkeiten gibt es nicht. Eigentlich gibt es gar nicht. Also, wir haben schon gesagt, ich kann mit M anfangen. Mippel, was soll das sein? Was soll das werden? Mippel. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Pim, das ist auch. Nee, ergibt keinen Sinn. Pmi ergibt auch keinen Sinn. Ach so, es darf ja nicht mit P anfangen. Ist ja, da hört sich schon wieder. Wir haben ja P am Anfang schon raus. Richtig. Wir haben ja P am Anfang schon raus. Das heißt, wir könnten nur mit Ip anfangen. Aber was soll da, was soll da dazwischen? Was soll das, was wird das, was wird das für ein Wort? Iflm. PH könnte noch irgendwo vorkommen, aber ist auch schwierig. PHL klingt, ist merkwürdig. Ist alles sehr merkwürdig. Wir starten nochmal mit M. Dann nehmen wir das I, weil das P kann da nicht sein. Wir starten mal mit einem anderen Buchstaben. Wir nehmen mal jetzt ein T. T. Tim. Timmel. Timmelp. Das gibt's nicht, sowas. Ich baue jetzt erstmal irgendein anderes Wort mit den Buchstaben, die es da gibt. Ich kriege sonst die Krise. Also ich weiß, wo das L ist. Ja, aber nee, es bringt mir ja auch nichts. Nee, es bringt mir ja auch nichts. Weil es könnten, oh, es könnten, oh, warte mal. Es könnten zwei L sein. Es könnte mit Ill aufhören. Aber dann hätte ich nur MP zur Verfügung am Anfang. Das ist auch wieder Schwachsinn. Na, die M-Pill kann halt auch nicht sein. Ist das ein Wort, was ich wieder nicht kenne, oder bin ich doof? Doch nicht. Es gibt's doch echt nicht. Das Problem ist halt echt, dass so wenig Sachen übrig sind. Ich habe ein P, ich habe ein I, ich habe ein N, ich habe M, ich habe ein L. Und dann fehlt mir noch ein Buchstabe und daraus muss ich ein verfluchtes Wort bilden. Das gibt's doch nicht. C gäb's noch. C. C. Ja, aber das L muss ja da hinten kommen. Das nützt mir alles nichts.
Bruder. Es darf nicht mit P anfangen. Jetzt sagen wir mal, es fängt mit I an. So, dann kommt jetzt das P da schon vorbei. Ip. Was soll das? Weiß ich nicht. Im. Aber jetzt bräuchte ich was zwischen M und L. Zwischen M und L passt nichts hin. Zwischen M und L passt nichts hin, was ich einsetzen kann. Kann das sein? Kann doch echt nicht sein. Fangen wir mit dem M an. Dann setzt man das I. Mikkelp. Mip, Mip, Mippel. Aber wenn ich jetzt das P hin dahin setze. Mippel. Ich habe keinen Buchstaben, mit dem es aufhören kann. Ich meine, ich habe noch ein Y, aber Mipli gibt es halt auch nicht. Oder Mipli. Gibt es halt auch nicht. Alter, was ist denn das? Was für ein Wort, also was für ein Buchstabe könnte da hinkommen für I? Also, nee, geht gar nicht. Geht gar nicht. So wäre es möglich. Imlib. Aber was soll vor Imlib stehen? Ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Imlib kann es auch nicht. Es kann nicht mit Imlib aufhören. Ist halt ärgerlich, dass die I und die M nur da gelb sind, wo halt schon festes L ist. So, damit ist klar, dass die da gelb sind. Und wir keine andere Lage ausgeschlossen haben für die. Entschuldigung. Ich komme nicht auf die Lage von dem L klar. Das L ist verwirrt mich total, wo das liegt. Dadurch ist so viel ausgeschlossen. Sagen wir mal, wir hören mit LM auf. Mit PLM können wir nicht aufhören. Wenn wir mit PLM aber nicht aufhören können, dann muss das P bei LM an der zweiten Stelle sein. Dann müsste da entweder IP irgendwas LM stehen oder PILM. Aber das hatten wir schon, PILM. Was soll vor PILM stehen? Vor PILM kann nichts mehr stehen. Ist vorbei mit PILM. Bruder, ich bin komplett lost. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung. Ich versuche jetzt mal irgendein Wort zu bilden, was die Buchstaben irgendwie ein bisschen drin hat, aber nicht alle vielleicht. Um zumindest ein paar mehr Optionen zu sehen. Dann machen wir mal M, I. M, I. MIP. Jetzt käme das L, wie gesagt, das lassen wir jetzt mal aus. Aber MIP, ich wüsste jetzt schon gar nicht, wie ich mit MIP was bauen soll.
Also mit dem, was da übrig ist, kann ich mit MIP nichts bauen. Dann fängt es auch nicht mit MIP an. So. Wenn M aber nicht am Anfang, dann muss L am, Quatsch, dann muss I am Anfang sein. Aber dann müsste. Ich verstehe nicht, was ich da für ein Wort draus bauen kann. Und es hat sich bewahrheitet. Der komplette Part ist schon ein Tag jetzt. Den kann ich gleich morgen hochladen. Was ist eigentlich dieses Fragezeichen? Ist das irgendwie ein Tipp? Wahrscheinlich nicht, ne? Keine Ahnung, ich klick's lieber nicht an. Ich scheitere ja schon, ein anderes Wort zu basteln aus dem, was da ist. Selbst wenn das L nicht an der Stelle wäre. PLIM. What? Soll das sein? Wenn wir weder mit I noch mit M starten, müssen wir mit dem Buchstaben starten, den wir noch nicht haben. Aber dann muss, Alter, es ergibt alles keinen Sinn. Was ist das für ein Wort? Ich raste aus. Kann ich nicht irgendeinen grünen Buchstaben noch bekommen? Wir probieren es jetzt nochmal mit M am Anfang. Scheiß drauf. MI. So. Kann mit MI nichts bauen am Anfang. Es gibt nichts. Es gibt nichts. Aber ich kann auch mit IM am Anfang nichts bauen. Mit dem lächerlichen Zeug, was noch da ist. Alter, ich krieg hier zu viel. Ich glaube, der Anfangsbuchstabe fehlt noch. Sagen wir mal, der Anfangsbuchstabe ist ein T. Dann hätten wir Team Timmelp. Was soll das sein? Kann nicht sein. TMI geht auch nicht. Tippeln geht auch nicht. Da kann der Anfangsbuchstabe nicht T sein. Es gibt keine andere Kombination mehr. Tmi. Tpi. Es ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. T ist raus. Y. M. Ergibt keinen Sinn. Imilp. Impli. Gibt's alles nicht. Sagen wir mal, der Anfangsbuchstabe ist K. Ki, Kim, Kimmelp gibt's nicht. Kippelm gibt's auch nicht. Hinter K kann nichts anderes mehr kommen außer dem I. Ich habe ja dann nur noch L, P, I, M. Also geht ja nicht. Wir starten mal mit J. Dann kann dahinter eigentlich auch nur das I kommen. Jippelm gibt's nicht. Jimmelp gibt's auch nicht. Ist durch das J. Starten wir mit dem H. Dahinter kann auch nur das I kommen. Himmelb gibt's nicht. Hippim gibt's auch nicht. Starten wir mit dem F. Dann kann dahinter auch nur das I kommen. Fip, Film, Filmp gibt's nicht. Fippim gibt's auch nicht. Sind wir schon durch. Gucken wir uns das C an. Dahinter kann auch nur das I kommen. Kippim gibt's nicht. Kimmelb gibt's nicht. Starten wir mit dem X. Dahinter kann auch nur das I kommen. Ximilp gibt's nicht. Xippelm gibt's nicht. Starten wir mit dem Z. Dahinter kann auch nur das I kommen. Sil, Sim,
nee, Simlp und Sippelm gibt's auch nicht. Starten wir mit dem W, dahinter kann auch nur das I kommen. Wilmp, Wilmp gibt's nicht, Wippelm gibt's nicht. Ich habe alle Buchstaben durch. Hä? Also literally. Hä? Wie? Was? Womit? Also, dann muss es doch mit einem der Buchstaben, den wir haben, anfangen. Wir haben doch jetzt alle Buchstaben als Startbuchstaben ausgeschlossen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Welcher, gibt es irgendeinen Buchstaben, der nach denen kommen kann, außer dem I? Von den Startbuchstaben, die zur Verfügung stehen. Das I muss doch an der zweiten Stelle sein. Mir ist das jetzt egal. Ich baue jetzt irgendwas mit MI am Anfang. MI. Dann vielleicht noch irgendein P. Mip, Mippel, Mipli, aber guck mal, da hört es ja schon wieder auf. Ich kann ja nicht mal, also ich kann ja nicht mal irgendwas bestätigen lassen, weil ich kriege ja überhaupt keine Kombinationen mehr hin, die möglich sind überhaupt. Also ich kriege ja selbst mit dem, was da ist, nichts mehr gebaut. Das ist doch verrückt. Ich kann nichts bauen. Ich kann nichts bauen, was da. Ich verstehe es nicht. Was soll es für ein Wort sein? Was soll das für ein freaking Wort sein? Nehmen wir noch auf? Hört ihr noch meine Verzweiflung? Ja, hört man noch. 33 Minuten. Es ist ein kompletter Tagespart. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, ohne dass ich mir halt die Lösung, weiß ich nicht. Ich meine, ich kann jetzt zwei Wörter mit fünf Buchstaben eintippen und sagen, okay, ich gebe auf. Aber das will ich nicht. Denkbar wäre es, dass es zwei L gibt. Ich glaube, die sind noch nicht ausgeschlossen. Ich habe ja bisher immer nur ein L verwendet und dann ist es klar, dass es grün ist wegen orangenes L. Dann müsste es mit L starten. So. Dann muss danach ein I kommen. Dann müsste jetzt das M kommen. Limmelp. Es wird halt nicht besser. So, es geht auch nicht. Es geht nicht. Welcher Buchstabe davon könnte doppelt sein? Das I, M. Mimmelp. Mippelm. Es ist, ich weiß nicht, was ich bauen soll aus dem Mist, der da ist. Sagen wir mal, was hört mit LI auf? Ich wollte ja gerade irgendwas bauen, was einfach MI hat. Am Anfang. Nicht mal das kriege ich gerade hin. Nicht mal das kriege ich. Selbst wenn jetzt kein L wäre, wir denken uns das L jetzt mal weg und versuchen aus dem, was da ist, ein scheiß Wort zu bauen. Wir denken uns das L jetzt mal weg an der Stelle. So. Und versuchen mit dem, was noch übrig ist, ein scheiß Wort zu bauen.
Das gibt's doch nicht. Und ich will eigentlich, dass das mit MI anfängt, dieses Wort. Das hätte ich gerne. Mickey. Wir probieren jetzt mal Mickey. So, das ist Schwachsinn, aber damit kann ich MI abklären. Es hört mit Y auf. Mit LY. Okay. Okay. So, jetzt müssen wir es hinkriegen. Es hört mit LY auf. Das heißt, die ersten drei Buchstaben sind P, M, I. Und P darf nicht anfangen. Mippi. Nee, Mippli. Das gibt's nicht. So, Mippli ist es nicht. Imply, fuck my life, imply. Habe ich das nicht irgendwann schon mal? Nee, habe ich nicht, ne? Fuck my life, imply. Okay. Holy shit, das hat viel zu lange gedauert. Danke fürs Zuschauen und tschüss.